Jahr Neuseeland neigt sich dem Ende zu und wir sind jetzt auf Verabschiedungstour und der ist Jesus Christ Church. Mira zum Flughafen bringt. Oh, ich will nicht. Ich überlege die ganze Zeit, was passieren könnte, damit ich nicht fliegen muss. Wir haben uns jetzt gerade verabschiedet von Basti und Nis. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich hoffe, ich überlebe die nächsten drei Wochen mit Basti. Euer Auto ist ja viel zu laut, als dass man euch reden Basti, hören könnte. Was letzte Worte sagen? Ich habe echt, hat keine letzten Worte. Schwierige letzte Worte. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Wir werden uns nochmal wiedersehen. Also hier, was ist eigentlich mit eurem Auto los? Wollt ihr das mal erklären? Mit dem Auto ist alles tipptopp. Nein! Doch, Demonstration. Ach. Ja, das Ding hat einen Getriebeschaden. Und die Jungs haben irgendwie gedacht, okay, lassen wir nicht reparieren. Wir fahren das Auto Schrott. Hört sich gar nicht gut an. Sie meinten nämlich, sie wollen noch die letzten Erinnerungen mit dem Auto teilen, auch wenn es nur 100 Meter vielleicht noch sind. Mit Björn. Machen wir jetzt ein Rennen hier, oder was? What is he doing? So, wir haben uns jetzt wieder verabschiedet von Melli, Lukas, Malte, Flo und Robin. Ich steig gleich in den Flieger. Abschließend wollten wir einfach mal kurz erzählen. Wir haben uns jetzt seit fast einem halben Jahr wirklich jeden Tag gesehen. Das meinte auch Michaela, als wir bei ihr gewohnt haben, so, habt ihr nicht einmal gestritten, ihr vier? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es war wirklich so, dass wir einmal gestritten haben, aber das war auch unter anderen Umständen. Also das war ganz am Anfang, wo wir noch zu dritt waren. Wir haben erstmal bei der Familie ein paar Tage gelebt, dann haben wir in diesem Haus noch gelebt, weil die meinten halt so, ja, ihr könnt so lange da bleiben, wie ihr wollt. Wir waren sofort am Strand, das war so cool. Und wir haben da den ganzen Tag Monopoly gespielt, haben den ganzen Tag Cocktails getrunken, in der Sonne gelegen, gegessen. Und wir waren alle so komisch drauf. Unsere Süßigkeiten-Sucht hat ein neues Level Erreicht. Und unsere Faulheit auch. Ich bin so faul, dass ich nicht mehr den Satz zu Ende durchschauen will. Und die Amnesie auch. Die Amnesie hat auch begonnen. Wir haben... Isa hat mich schon fünfmal gefragt, was wir für einen Tag heute haben. Auf wie viel hast du es gestellt? Auf Mittel? Du bist ja nicht an der DVD-Player. Fisch und Chips Laden, den wir auch schon besucht haben und wahrscheinlich noch besuchen werden. Das sind die zwei Behinderten. Ja, also alles im allen super süß. Ging es los, dass Mira hat gewonnen und mir stand es bis hier. Ne? Ich hatte so eine Krawatte, weil sie die ganze Zeit gewonnen hat. Und Mira hat das so richtig gehässig gemacht. So, baue ich da noch ein Hotel und baue ich da noch ein Haus? Es war alles spaßhaft, aber irgendwie ist es umgekippt, weil wir hatten zu viel Cocktail-Intos, zu viel Monopoly. Ja, aber es war immer noch lustig. Also am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und haben gelacht, weil das so witzig war. Das einzige Mal, dass wir uns in den Haaren hatten. Und das war, Jahr. Ja. War einfach immer schön und immer total lustig. Trink. Monate gemütlich halten, ne? So. Leute, los geht's. Böse. Isa, hör auf, bitte! Isa! Die Blöde! Ey! Hör auf! Ey, Alter! Isa! Das war so schwer, sich da anzuhalten.
behind the scenes. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen. Jetzt würde man einen Fisch zernehmen und einmal richtig dran schnuppern. Und wir sind alle so kaputt. Eine Sandfliege. Gar nicht so leicht zu sagen. Gar nicht so leicht zu sagen. Über den Boden hier rauf. Ordentlich sagen. Wir haben ein Dach verloren. Okay, Sassi ist gerade hingefallen. Ja, und jetzt suchen wir irgendein Gebäude, was von außen schön ist, aber von innen Frauenknast ist. Voll die Geheimratsecken. Gehen. Also das Unternehmen, mit denen wir die Leute der Waren. Hat mich viel zu viel. Warum sind wir eigentlich immer die Problemmacher? Egal wo wir sind. Und deswegen verstecken wir jetzt die zwei hier. Und hoffen mal, dass sie nicht erwischt werden. Das Ding ist nur, dass wir halt vier Rucksäcke haben. Okay. Ich soll dein Gesicht nehmen. Das ist die Realität. Hier sind so viele Viecher. Au! Gott, das geht auf den Kopf, auf den kommt ja heile an. Besonders lustig, und das werde ich auch total vermissen, sind die Autofahrten. Behindert die Abgehner, das ist unfassbar. Natürlich jetzt auch mit Cornelis in Hammerauto und mit William. der war schon toll, aber. William hatte Seltenheitswert. Die alte Schrottkarre. Hey, unser William verlässt uns auf den letzten Metern und springt dich an. Ich kann nicht mehr. Wirklich, das ist so geil. Obdachlos. Er wird gerade Baby. Wir schrauben jetzt an unserem William rum. Heute 600 Euro. Ich habe heute 600 Euro aus. Und sie hat ausgegeben. Und wisst ihr, ich hatte den Cashflow. Für William den Scheiterhaufen. So viel Geld. Ist das eklig? Ich glaube, wir müssen erstmal aufräumen. Nein. Wir kommen noch an in Auckland. Wir können das Auto noch verkaufen, dann irgendwelche Spangos. Nein, Spaß. Das ist noch voll. Alles harmlos. Das Hitchhiken war auch. Es war wirklich eine Phase, wo wir keine Ahnung hatten, wo wir die Nacht schlafen werden. Da ist er hin. Und jetzt sind wir obdachlos. Willy ist jetzt weg. Ab auf den Highway. Das größte Schild, was ein Hitchhiker jemals gesehen hat. Das wäre ein Warnschild. Sassi, sei froh, dass du dieses Essen nicht mitessen musst. Aber wir werden es auch nicht essen. Es ist komplett verbrannt. Hello, my name is Sarah and I would like to order pizza to Raids Farm. Jetzt gibt's Pizza und gerade regnet es richtig, richtig, richtig krass. Und ihr wisst ja, dass unser Zelt nur 17 Dollar gekostet hat. Und ja, das wird eine lustige Nacht.
Ich hab den Schlüssel. I need the key for Spumsmurmel. Give me the key. Nein, wir rasten aus. Wir completely rasten aus. If you don't give me the Schlüssel now. Okay, okay, okay. Give it to me. Isa schläft heute Nacht am Lenkrad und am Lenkrad. Und Sarah bekommt heute die hinteren Plätze. Die aber. Special Plätze. Die Special, die VIP-Plätze. Die aber nicht bedeutend besser sind. Es ist einfach alles scheiße, aber. Man macht das Beste draus, ne? Genau. Und wir sind kreativ. Ich habe heute Nacht geschlafen wie ein kleines Baby. Wie ein kleines Schwein. Oder halt so. Wir haben halt super viele Locals kennengelernt und da waren echt so interessante Leute dabei. Man hatte halt immer so kurze Einblicke in Leben von denjenigen. Die Kiwis sind einfach so, wirklich so freundlich. Mein Partner. Come on, yeah. We just picked up a couple of hitchhikers. We just got some hitchhikers. Taking them into town. Wir zu viert kennengelernt haben und wer uns auch so eigentlich ständig bei der Reise begleitet hat, waren die beiden Schwaben. Auch das ist eigentlich so das perfekte Beispiel dafür, dass wenn du hier irgendwo Trevor kennenlernst in Neuseeland, du begegnest denen immer und überall. Die haben wir das allererste Mal Cap Ranger gesehen und da haben die ein Bild von uns gemacht. Dann haben wir auf dem Parkplatz von Waipua Forest wieder gesehen. Und dann haben wir die wieder in... Coromandel. Genau, da waren wir in Coromandel bei so einer Winery. Und danach waren wir alle so ein bisschen benebelt und sind auf dem Parkplatz richtig eingepennt im Auto. Da klopft es vorne an der Scheibe und wir schauen so raus. Und dann waren Alex und Stefan wieder da in Coromandel. Und dann haben wir halt mit denen den Tag da verbracht. Haben wir die in Rotorua wieder getroffen. Ja, in einem Fluss schwimmen, wo so eine kalte und so eine heiße Quelle zusammenkommen. Das war auch ein cooler Tag. Ja. Das war auch eine coole Geschichte. Da haben die uns ein Selfie geschickt vor unserem Nummernschild AKU66. Wir haben euch wieder gefunden. Und wir so, nein, sind die jetzt auch hier? Und dann haben wir die Weihnachten wieder gesehen. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go. Weihnachten war so schön. Das waren die entspanntesten Tage in Neuseeland. Auf alle Fälle. Und das leckerste Essen. Wir essen halt jeden Tag Nudeln. Also es wird gar nicht mehr die Frage gestellt, was kochen wir. Es ist, welche Soße. Und wo wir natürlich gut gegessen haben, war bei... Ah, Michaela und Jens. Ah, genau, bei Michaela. Ja, das waren auch die entspanntesten Tage in Neuseeland. Oh, danke nochmal dafür. Ja, das war das beste Essen. So gut. Wir hatten auch totale Fails hier in Neuseeland. Unsere zweite Nacht, als wir Freedom Camping gemacht haben, wir dachten immer so, wir schlafen halt nicht so gut. Wir stehen einfach mit unserem Auto auf dem Parkplatz. Die ersten Nächte haben wir uns fast in die Hosen gemacht vor Angst, wirklich. Auf jeden Fall ist hier jetzt nur ein Parkplatz, der stockeduster. Und ein Auto. Und wir wissen nicht, wer drin sitzt. Wir wissen nicht, ob es ein Backpacker-Auto wäre, wenn es ein Backpacker-Auto wäre. Es sieht nicht nach Backpacker aus. Nee, dann würden wir eigentlich beruhigt schlafen. Aber oder ein Axtmörder. Oh, Alter. Ey. Wir wollten eigentlich kochen. Jetzt wollen wir nicht mehr unser Bett aufschlagen. Ich würde ja auch nicht eigentlich hier mittendrin stehen bleiben, sondern ich würde mich so ein bisschen irgendwo an die Düne oder so stellen. Ne? Damit der Axtmörder aus dem Busch kommt. Es ist mittlerweile so egal. Wir haben bei der Autovermietung zwischen den Autos geschlafen. Wir haben im Ghetto geschlafen in Wellington. Wir haben in irgendwelchen Parkbuchten direkt an dem Highway geschlafen. Ein weiterer Fail. Wir bis heute nicht erklären. Ich habe mich auf jeden Fall richtig schön warm angezogen, ne, wollte schön essen. Und dann sagt Sassi plötzlich nur so hinten, zeigt auf so einen See. Oh, schau mal, die süßen Entenbabys da hinten. Und wie von der Tarantel gestochen, ne, sprinte ich da los. Und ich renne wirklich wie eine Bekloppte, ne, Richtung und ich See. Dachte, warum hält sie nicht an? Weil ich nicht gesehen habe, dass das ein See ist. Weil da lagen halt so rote Blätter drauf und das sah für mich aus wie roter Asphalt. Und so im Laufen denke ich noch so, okay, warum ist da eine Brücke? Das ist doch ein roter Asphalt. Macht ja gar keinen Sinn. Und plötzlich bin ich im Wasser und ich habe das irgendwie nicht realisieren wollen. Ich bin die ersten Schritte noch weitergelaufen im Wasser. Sie ist einfach krass. Und Mira liegt hinter mir lachend am Boden. Und erst dann merke ich so, du stehst mitten im See und bist blitzschnass, ne? What are you doing? Was ist denn nicht das?
Noch ein Fail ist der Elephant Rock. Oh. Sassi hat, glaube ich, von Tag 1 von einem Elephant Rock geredet. Und das war immer Thema. Und irgendwann war es dann soweit. Wir sind gerade bei den Elephant Rocks und haben festgestellt, dass wir bei den falschen Elephant Rocks sind. 50 Kilometer Umweg, will ich mal dazu sagen. Ja. Ja, wir haben ein bisschen verkackt. Ja. Ja. Aber es passt zu unserem Tag. Der ist so ein bisschen bescheuert. Und dann sind wir irgendwann in den Norden hochgefahren, weil der war halt oben auf der Nordinsel. Haben wir dann auch mal verstanden. Und als wir dann Richtung Tongariro gefahren sind, dann wollten wir dann noch einen Stopp machen, weil wir dachten, wir müssen diesen Elephant Rock jetzt sehen. Ja. Und dann waren wir da und haben uns den Felsen angeguckt. Und ich glaube, ich bin fünfmal rumgelaufen und dachte so, wo soll hier ein Elefant sein? Und dann haben wir dann später erfahren, ich weiß gar nicht mehr, wer uns, irgendein anderer Traveler hat uns das erzählt. Irscher hat uns das erzählt. Er meinte so, ja, da war ein Erdbeben. Der Fels ist komplett ineinander gerutscht. Man sieht nicht mehr, dass da ein Elefant irgendwie... Und es war so richtig so, deswegen. Das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die werden auf jeden Fall bleiben. Und es generell ist halt auch die Zeit mit Cornelis. Ja. Wir hatten so eine tolle Zeit mit Conny. Conny. Mensch, Conny. Oh, Mensch, Cornelis. Cornelis? Conny. Sauwindig. Sauwindig. Deswegen haben wir auch im Auto gekocht. Das erste Mal. Hatten wir eigentlich nicht vor. Ja, hatten wir eigentlich nicht vor. Cornelis sollte eigentlich sauber bleiben. Aber wir haben bis jetzt noch keine Flecken gemacht. Von einem weißt du noch nicht. Welchen? Nee. Wo? Oh. Da unten. Nein. So ein ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ach, war der heute Mittag schon? Ja. Ah, den habe ich auch gesehen. Nichts von erzählen, weil ich dachte, ignorieren, dann geht er schon weg. Kriegen wir raus. Cornelis. Es geht los. Der Mann sagt nach links. Dann fahren wir doch jetzt mal nach links. Fahren wir doch mal. Folgen wir einmal Anweisungen. Again. Der Flipper vor uns rappelt ganz schön. Wir wurden nach draußen geschickt. Conny! Oh, die Conny. Der Mobi darf nicht nass werden. Och Mensch, Cornelis. Oh, ich habe einfach mit Cornelis so coole Sachen noch auf der Südinsel erlebt. Nein, das wird einem mega fehlen, diese Freiheiten einfach zu haben. Das ist einfach ins Auto setzen, losfahren, Leute treffen, aber dir auch irgendwie die Freiheiten nehmen kannst. So zum Beispiel jetzt in Queenstown. Okay, wir bleiben jetzt einfach eine Woche länger als geplant. Und ich glaube, ich wurde immer lässiger und zulässiger. Boah. Dass sowas im Bereich des Möglichen ist, ne? Auf Mira beim Spülen. Nee. Auf diesem Löffel. Ohne Scheiß. So fett Schimmel, ne? Ich spüle hier Sachen, die haben wir vor 8 Tagen benutzt. Lässig. Die Woche im Parkhaus haben wir einfach nicht einmal gespült. Wir haben nicht einmal gekocht und nicht gespült und nicht sauber gemacht. Wir haben einfach nur Fatburger gefressen, Devilburger gefressen und Sushi gefressen. Und jetzt ist... Aber ihr seht ein, das ist jetzt schon nicht mehr lässig, oder? Das ist nicht mehr lässig. Das ist schon ekelhaft. Das wollte ich nur geklärt haben. Das ist einfach nur ekelhaft, weil wir haben hier... Boah, man, es ist einfach... Ah, hier ist übrigens deine Tellerjasche. Ja, kannst du erstmal behalten. Okay. Und ja, ich weiß nicht, was hier mit geputzt worden ist. Es ist wirklich... Es ist wirklich... Hart an der Grenze, dieses Auto. Die Grenze ist die Grenze. Ja. Wir haben ja einfach noch Zitrone vom Tequila trinken. Ja. Alles klar. Also, ein paar Sachen müssen wir nicht hier erzählen. Ein lang geplantes Projekt Neuseeland und das ist dann immer so, wenn sowas dann zu Ende geht, ist es natürlich immer so traurig. Es sind so ganz viele Momente, die einem einfach fehlen werden, die so einen Tag einfach so perfekt gemacht haben. Es ist Zeit, Goodbye zu sagen. Die Kamera verabschiedet sich auch gerade, wie ich sehe, weil der Akku ist leer. Und dann heißt es Goodbye New Zealand for you. So, mein letztes Mal Sushi. Wie oft waren wir jetzt Sushi essen? Oft, sehr, sehr oft.
Aber Conny ist sauer. Glänzt wie neu. Will trotzdem keiner kaufen. Wo verbringen wir den letzten Tag in Neuseeland? Der Reif ist gerade noch nicht so richtig. Das ist übelst cool hier. Hier gibt es richtig viele Scheißautomaten. Wow, Mira, du legst ja richtige Jumps hin. Wir haben einen sinnvollen Automaten gefunden. Und zwar ein Bild haben wir uns. Oh. Oh nein! Das ist richtig süß! Oh. Ist das schön! Loslassen. Cornelis kann nur dastehen. Oh, das geilste Auto. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Mira, 5 Monate Neuseeland. Du läufst manchmal so mit Campermaid solche Straßen, wo sie nächste Dusche, ne? Und. Ich wollte jetzt eigentlich auf Campermate mal übergehen. Aber ist doch so, ohne Campermate werden wir am Arsch. Ja, okay, das haben wir uns nicht so oft gefragt. Okay, nächstes Topic, ey. Das habe ich mich echt noch nicht gefragt.